Hallo, gestern und vorgestern haben wir ja hier Videos veröffentlicht zum Thema, warum du jetzt mit dem Meister für Schutz und Sicherheit oder zumindest mit der geprüften Schutz- und Sicherheitskraft starten solltest. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass du zum Beispiel relativ neu dabei bist und die Zulassungsvoraussetzungen noch nicht erfüllst. Und deswegen heute geht es in dem Video darum, um 7 Gründe, warum du jetzt wenigstens die Sachkundeprüfung machen solltest. Dazu viel Spaß. Grund Nummer 1. Nutze jetzt die freie Zeit, damit du später noch mehr Geld verdienst. Während der Krise jetzt kann aktuell nicht bzw. nicht in vollem Umfang gearbeitet werden, bzw. werden Mitarbeiter eingesetzt, die vielleicht gar keine Qualifikation haben. Deswegen ist es wichtig, dass du jetzt zumindest die Sachkundeprüfung ablegst, denn damit kannst du später perfekt das als Grundlage verwenden, um dich dann noch weiter zu qualifizieren und eben hier in der Sicherheitsbranche mehr Geld zu verdienen. Also Grund 1, nutze jetzt die Freizeit, damit du später noch mehr Geld verdienst. Grund 2, sei vorbereitet, um nach der Krise voll durchzustarten. Wie gesagt, bisher war es so, dass auch Leute nur mit Unterrichtung, teilweise sogar ohne Unterrichtung, eingesetzt werden durften. Mittelfristig wird es so sein, dass alle die Sachkundeprüfung benötigen werden. Das wird zum Schluss wahrscheinlich ein großes Theater sein, beziehungsweise kann man eben mit Sachkunde vielleicht nicht mehr in allen Bereichen arbeiten, in denen man jetzt arbeiten kann. Bisher hatten wir einen sogenannten Bewerbermarkt, das heißt, die Arbeitgeber haben händeringend nach Leuten gesucht. Nach der Krise wird es vielleicht anders sein. Da wird es vielleicht so sein, dass sich die Arbeitgeber wieder die Leute raussuchen können, die sie gern einstellen möchten. Und dann ist es wichtig, dass du dann zumindest die Sachkundeprüfung hast, um entsprechend tätig werden zu können. Grund 3. Entscheide selbst, wann, wo und wie du dich weiterbildest. Es gibt von verschiedenen Anbietern Präsenzlehrgänge, um auf die Sachkundeprüfung vorzubereiten. Ob und wann diese wieder stattfinden werden, weiß im Moment keiner. Das heißt, du kannst dir hier einen Vorsprung verschaffen, indem du jetzt gleich loslegst, von zu Hause ganz bequem am Bildschirm, um damit deinen Arbeitsplatz zu sichern und dir eben später die Chancen für Aufstiegsmöglichkeiten noch deutlich weiter zu verbessern. Also Grund 3, entscheide selbst, wann, wo und wie du dich vorbereitest, indem du jetzt startest. Grund 4. Profitiere von unserer Erfahrung und bestehe die Prüfung ganz entspannt. Dein oder andere Bildungsträger beginnt jetzt hektisch Online-Angebote aus dem Boden zu stampfen. Bei uns ist es anders. Wir bieten dir eine Erfahrung in diesem Bereich seit 2005. Seitdem gibt es sachkund.de und die Bestehensquote unserer Online-Teilnehmer ist so gut, dass wir bis zur Prüfung eine Geld-Zurück-Garantie anbieten. Das heißt, wenn du die Prüfung trotz zweimaligen Wiederholens nicht bestehst, bekommst du komplett alles, was du bezahlt hast, von uns zurück. Grund 5. Hole dir jetzt noch günstiger deine persönliche Qualifikation zur Sachkundeprüfung nach § 34a der Gewerbeordnung. Jetzt ist einfach die Chance, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Möglichkeit. Und wie du das sogar noch günstiger und sogar noch länger kriegst, das sagen wir dir in Grund Nummer 6, nämlich: Zurzeit gibt es bei uns die zeitlich begrenzte Frühjahrsaktion bis zum 30. April 2020. Und im Rahmen dieser Frühjahrsaktion bekommst du, wenn du einen Zugang buchst, 14 Tage kostenlos dazu. Das heißt, du kannst dich 14 Tage länger vorbereiten, ohne dafür mehr zahlen zu müssen. Also Grund 6, nutze zudem unsere zeitlich begrenzte Frühjahrsaktion, erhalte 14 Tage Zugang kostenlos dazu. Ja, und Grund Nummer 7, worauf wartest du noch? Grüner wird es nicht. Viele Leute denken sich, ja, das mache ich irgendwann mal später, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, wenn irgendwann das Ganze passt. Nein, es wird nie passen, nein, es wird nie die passende Zeit sein, sondern jetzt ist die passende Zeit. Starte jetzt und qualifiziere dich jetzt weiter, damit du nach der Krise dann eben entsprechend durchstarten kannst. Weitere Informationen zum Thema gibt es bei www.sachkund.de, also wie die Sachkunde, bloß vor dem DE der Punkt, oder auf www.akademieversicherheit.de, hier im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit oder auch im Podcast für Schutz und Sicherheit.
Und falls du noch Fragen hast oder irgendwas unklar ist, dann kannst du dich jederzeit gerne bei uns telefonisch melden oder per Mail info@akademie-für-sicherheit.de oder gegebenenfalls auch persönlich nach Terminvereinbarung, soweit es eben demnächst wieder zulässig sein wird. Das waren die 7 Gründe, warum du jetzt zumindest die Sachkundeprüfung in Angriff nehmen solltest. Also melde dich gleich an bei uns oder wenn du noch Fragen hast, kannst du dich auch gern bei uns melden. Bis dann, alles Gute und viel Spaß!